Hallo und willkommen zurück zu The Whispered World. Genau. Wir haben uns in der letzten Folge Zugang zur Bahnstation verschafft. Schauen wir uns einfach mal um. Genau, wir schauen uns einfach um. Eine Stange, ja, ich hoffe, die können wir mitnehmen. Ja, gut zu wissen, dass es hier einen Haltegriff gibt. Ich habe andauernd das Bedürfnis, mich irgendwo festzuhalten. Na gut, dann können wir das Bett durchwühlen. Wie in einem Puppenhaus, niedlich. Da passe ich wohl nicht ganz rein, typisch. Zu groß zum Schlafen, zu klein, um die Welt zu retten. Das sind... Ah, nee. Das ist egal. Scheint hier alles ein wenig wackelig zu sein. Und das... Na, Hängematte. Die hängt hier wahrscheinlich noch vom Vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Maurice da irgendwie rankommt. Sie hängt zu hoch, ich komme nicht... Haben wir doch bestimmt irgendwie... Genau. Sie hängt das zu Gabelding. Ach... Sie hängt zu dann halt das. Was auch immer. Also kommt er nicht dran. Wir haben immer noch einen Faden, einen Schlüssel, eine Regalhalterung. Also befestigen wir es mit... Genau. War ich das etwa? Nein, das kann mal jemand anderes reparieren. Hey, da können wir unsere Raupe runterrollen lassen. In diese Öffnung. Hier fehlt etwas und damit meine ich nicht nur Hoffnung. Nein, Spot ist zu dick für das schmale Regal. Er hätte vielleicht wenig... Hast du eine Ahnung, was da... In diesen Momenten... Mir fehlt etwas und damit meine ich nicht nur Hoffnung. Der runde Stein? Nein, hier fehlt eine Art... Hebel? Ich kann mich irren, aber ich glaube, hier fehlt irgendetwas, das die beiden Zahnräder miteinander verbindet. Naja, wir haben ein runder Seil. Stein. Oh, nein, ja. Die Leine ist als Keil. Ich kann mich irren, aber ich glaube, hier fehlt irgendetwas. Ich kann mich, aber ich. Okay. Das ja, ist das seine ist Art schön. Zu sagen, dass er einen Stein nicht will. Das ist eine Art, davon gibt es viel. Was haben wir da gemacht? Das Seil dran gemacht. Und dann... Vielleicht doch den Stein? Die ist nicht schlecht, aber der Stein ist nicht schwer genug, um den Fahrstuhl unten zu halten. Spot mal wieder. Gute Idee. Wenn ich Spot an den Fahrstuhl binde, hält er ihn vielleicht lange genug auf. Jetzt zieh dich nicht so. Wird schon nichts passieren. Der arme Spot. So, und wie verbinden wir jetzt die Zahnräder? Ich kann mich irren, aber ich glaube... Das habe ich schon geschliffen. Der Löffel? Ich kann mich irren, aber ich glaube... Ja. Was macht man mit dem schrägen Regal? Die Idee ist gut. Da fehlt noch etwas für unseren Stein. Nein, das kann mal jemand anderes. Und da ist auch noch die Hängematte. Ja, es hat bei dir geklickt. Ja, wenn wir den Stein da runterrutschen lassen. Dann dreht das den Hebel. Genau. Tja, und jetzt? Wo kriegen wir den Zahnradersatz? Opas Hose mal wieder. Ein wunderbarer Keilriemen. Okay. Ah, und jetzt können wir den Stein... Die Idee ist gut, aber noch fehlt etwas. Was soll er fehlt denn jetzt noch? Wir haben Spot, wir haben den Stein. Sie hängt zu hoch. Guter Witz, da ist ja gar nichts drin. Maurice scheint nicht viel zu besitzen. Nicht einmal was zu essen, kein Wunder, dass er nicht... Das behalte ich lieber bei mir. Können wir Schlüssel? Was wollen wir mit der Schlüssel machen? Nein, das kann man... Den behalte ich lieber bei mir. Was ist eigentlich mit unserer Perle? Die ist weg. Messer? Nein, das kann man... Das behalte ich...
Okay, wir haben ja nicht mehr viele Möglichkeiten eigentlich. Oh oh, Spot? Was hast du getan? Ja, da bist du ja wieder. Lass diese Albereien in Zukunft bitte, okay? Du weißt doch, dass ich schwache Nerven habe. Oh nein, der arme Kerl. Nein. Das war das jetzt echt nur dafür? Oh ja, Spot kann jetzt durch den Aufzug. Wie meinst du das? Dadurch, dass Spot jetzt seine Plattform hat, kann Spot ja, mit hoch. Gut zu wissen, ich habe andauernd... Ach so. Die Idee ist gut, aber noch fehlt etwas. Oh ja, und wir können die Leine wieder mitnehmen. Wo ist die? Abgefallen. Aber wir müssen doch da hoch, oder? Ah, warte. Ja, das dürfte gehen. Ah, nee, nicht direkt. Die Idee ist... Ich kann mich irren, aber ich glaube. Nein, jetzt haben wir nicht so, was die Zahnräder verbindet, ne? Voila, ein Wunder. War es nicht. Oh, wir können Spot da runterrollen. Wie meinst du? Nein, das kann mal jemand anderes. In Kugelform? Spot hat keine Verwendung, kann sich ja eh nicht. Nein, Spot ist zu dick für das schmale Regal. Er hätte vielleicht weniger können. Okay. Ja. Ich. Ich verstehe es nicht ganz. Wir haben jetzt einen flachen Spot wie Papier und damit hätten wir alle Spotformen. Ja. Da haben wir noch die Hängematte nicht zu vergessen. Nein, das kann man ja. Spot hat später noch Zeit, sich auszuruhen. Erst einmal soll er sich nützlich machen. Das arme Ding. Spot ins Bett? Vielleicht ist da ja was versteckt. Spot hat später noch erst einmal... Oh Manu. Denk nach. Aufs Regal jetzt? Jetzt ist er ja nicht mehr zu dick. Nein, das kann mal jemand... Okay. Spot hat keine Verwendung für Haltegriffe. Er kann sich ja eh nicht... warum nicht? Er erfüllt bestimmt denselben Zweck. Nein. Oh, das ist ja richtig asozial. Die Idee ist gut, aber noch fehlt etwas. Hose und Stein? Opas Hose ist... Na toll, jetzt haben wir Spotter, die Stange. Das kann ich daran nicht befehlen. Wozu auch? Ja, zum Aufzug blockieren? Das kann ich daran... Wozu auch? Das kann ich dazu auch. Was müssen wir jetzt machen? Ja, jetzt können wir damit den Stein einfangen. Ja, jetzt macht's auch Sinn. Oh nein, der arme Spot. Spot. Wow. Maurice Medium Museum ist wirklich sein Geld wert. Das armes Bettchen. Wenn ich die Lok in Betrieb nehmen will, dann muss ich wohl zuerst einmal die Kohlen anheizen. Können wir. Mit unserem Spot natürlich, der alles könne. So bekomme ich Spot niemals durch diesen engen Schlitz. Ach so, natürlich müssen wir erstmal den Papierspot machen. Ja, das könnte passen. Oh, der Arme. Wie eine Wandnudel. Ja,
Es hat funktioniert, die Kohlen brennen. Wie kriegen wir Spotter wieder raus? Jetzt muss ich nur noch die Wegfahrsperre lösen und es kann endlich losgehen. Wir haben den Schlüssel. Tja, ich würde sagen... Okay, damit wir sehen dann gleich, was uns erwartet, nicht wahr? Gleich weitergehen?